Hi Leute, Jago hier mit einer weiteren Folge von Terna Noctis. Das letzte Mal haben wir ganz fleißig gegen den Boss gefightet, aber ich habe das Gefühl, also ich denke, ich könnte den schaffen, wenn ich ihn jetzt noch tryharde. Aber da ich jetzt nicht noch eine Stunde Zeit da reinstecken will und euch eventuell noch langweilen will, gehen wir jetzt erstmal hier nach rechts zu Krypta Nummer 6. Eventuell geht es da ja noch irgendwo weiter. Also, ich gehe fest davon aus, dass es da noch weitergeht. Ich habe jetzt auch mal meinen anderen Controller vom anderen Zimmer geholt. Ich habe nämlich zwei von diesen neuen Xbox Series X Controllern. Weil ich hatte mir die damals bestellt. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Aber egal, ich erzähle sie nochmal. Also, ich habe mir damals einen Controller bestellt, weil ich wollte einen neuen kabellosen Controller haben. Weil mit dem PS4 Controller hat das alles am Computer nicht so gut funktioniert. Weil Microsoft natürlich Microsoft besser unterstützt. Deswegen waren die Xbox Controller die bessere Wahl. Außerdem liegen die auch ganz gut in der Hand. Oh Gott. Und auf jeden Fall hatte ich mir den dann bestellt über Microsoft direkt, weil da der Adapter dabei war, relativ günstig. Und der kam nicht. Und dann habe ich den Kundensupport angerufen, der haben gemeint, ja, der ist eigentlich auf dem Weg, der müsste bald da sein. Und dann habe ich nochmal, ich glaube, 3 Wochen gewartet, nur um herauszufinden, dass der Controller nicht kommt. Und dann habe ich den Kundensupport nochmal angerufen. War natürlich die gleiche Person dran, die hat gemeint, ja, also da muss ich mal nachgucken, wer das letzte Mal bearbeitet hat, weil dem trete ich dann richtig in den Arsch. Ich habe schon gegrinst und habe gedacht, machen Sie mal. Und dann schaut die nach, das war ich. Oh. ja, also wir schicken Ihnen sofort den Controller zu. Ach, der ist noch gar nicht verschickt. Doch, doch. Aber der kommt ja offensichtlich nicht an. Ja, ich weiß. Ja, wir schicken Ihnen einen zu. Okay, cool. Dann haben sie mir die Sendungsverfolgung geschickt. Das Ding ist immer zwischen England, Frankreich und Köln hin und her gefahren. Aber kam nie an. Es kam einfach nicht an. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, fuck this. Nach 2,5 Monaten hatte ich ja irgendwie... Oh. Ich gehe erst nach links, ich will meine Geschichte zu Ende erzählen. Nach 2,5 Monaten hatte ich dann halt irgendwie keine Lust mehr auf meinen Controller zu warten, hab dann da angerufen, da war dann ein dritter Dude da. Der hat gemeint, ja, sie wollen den Controller haben, ne? Ja. Halt, oder mein Geld. Ja gut, dann kriegen sie das Geld zurück, weil wir können den ihnen einfach nicht zuschicken, ist unmöglich. Dann habe ich meine 70 Euro wieder bekommen, hab den Controller mit Adapter auf Amazon für 60 gekauft, der war nach 2 Tagen da. Und hat einwandfrei funktioniert. Und ich glaube, dann nochmal 3 Wochen später, oder zwei oder drei Wochen später, kam dann der Controller von, der Controller von Microsoft tatsächlich auch an. Und der Karton, der war so zerfetzt. Der Karton war einfach nur, als hätte man den in einen Mixer gesteckt und ihn dann verschickt. So sah der Karton aus. Wir haben einen neuen Thron freigeschalten. Aber auch der Controller, so zerfetzt der Karton auch war, so zerfetzt der innere Karton war, weil der ist ja in diesen Versandkarton eingepackt und dann natürlich nochmal in der Verpackung vom Karton selbst. Oh, okay, interessant hier. War alles komplett zerfetzt, der Controller, der Karton war offen, der Controller hat rausgeguckt, der war voll mit Staub. Aber der hat jetzt sehr lange sehr gut funktioniert. Jetzt ist halt nur, dass die A-Taste langsam klemmt, aber na gut. Diese Tür kann ich erst öffnen, wenn ich einen Schlüssel habe. Ja, und das ist meine Geschichte, wie ich 2 Xbox-Controller bekommen habe. Aber war schon schön, ja. So, wir haben einen Typen gefunden, der steht auf einem Lavendelfeld oder sowas. Hier sind wir. Und hier ist sie. Und hier geht's nicht weiter. Ich schätze, hier komme ich später weiter, wenn ich den Schlüssel dafür habe. Auch wenn ich nicht genau sicher bin, was das hier alles ist. Aber es sah zumindest schön aus. Wesentlich lebensbejahender auf jeden Fall als das, was auch immer das hier ist. Und hier gehen wir jetzt zu Sekiro. Sekiro-Wiese. Und lassen uns den Arm abschlagen. Hey, na, mein Dude. Darf ich mich setzen? Mir gefällt die Gegend, die blühenden Bäume, die Farben. Es sieht genauso aus wie das Land meiner Heimat. Wer seid ihr, alter Mann? Ich? Niemand. Nun gut, und wohin führt euch eure Reise? Meine Reise? Ich reise nirgendwohin. Euer Leben hat doch sicher mehr zu bieten als Langeweile. Euer Verstand ist so scharf wie eure Zunge. Ihr erinnert mich an jemanden.
Mein Leben neigt sich dem Ende zu. Ich bin ein alter Waffenschmied und meine Kunstwerke setzen Rost an. Daher suche ich nach einem großen Krieger. Glückwunsch, alter Mann, ein solcher steht vor euch. Das sagen sie alle, aber keiner kann es je beweisen und lässt den Worten Taten folgen. Keiner von ihnen war der König der Dunkelheit höchst selbst. Nun denn, beweist mir, dass ihr wirklich ein so großer Krieger seid, wie ihr behauptet. Dann sollen meine Waffen euch gehören. Kein Problem, stellt mir eure Aufgabe. Zwei Waffen, zwei Herausforderungen, kein Fehler. Ich habe eine Klinge ohne Heft. Vor vielen Zyklen half ich einer Braut, Rache zu üben, aber mit der Zeit verschliss der Griff. Bringt mir ein neues Heft und besiegt den Geist des berühmten Samurais, der auch als Schlechter bekannt ist. Zu Lebzeiten war er ein großartiger Krieger. Das Tagebuch seiner großen Liebe wird euch helfen, ihn herbeizurufen. Und was habt ihr noch für mich? Blutschuriken, sehr beliebt in meinem Land. Ja, natürlich, wer kennt sie nicht? Die Blutschuriken aus dem alten feudalen Japan. Schuriken geformt aus Blut. Diese rasiermesserscharfe Wurfwaffe braucht eine ruhige Hand und gute Reflexe. Wenn ihr eine Geschicklichkeitsprobe besteht, soll sie euch gehören. Ich habe Gerüchte über einen Tempel in den Wolken gehört. Dort könnt ihr eure Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Bringt mir eine der Glocken aus dem Tempel, dann gehört der Blutschuriken euch. Ihr stellt ganz schön hohe Ansprüche, alter Mann. Hoffentlich ist es das wert. Ich werde für sehr lange Zeit hier mein Lager aufschlagen, mein sehr junger Schüler. Ich gehe fest davon aus, dass wir älter sind als er. Kehrt zurück, wenn ihr einen neuen Schwertgriff gefunden und den Schwertkampfmeister besiegt habt. Oder wenn ihr eine Glocke vom Tempel habt. Möge das Glück euch heute sein. Vielen Dank. Kann ich hier rein? Ja. Möchte ich das? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall ein neues Land. Ich denke, der Kartograf wird hier wahrscheinlich hier oben sein. Keine Ahnung. Was ist das da oben? Da komme ich auf jeden Fall noch nicht ran. Hier glitzert's. Achso, ich habe mich beim Thronmama zurück zum... Die Blitze nähren die Seele der Königin. Zum Glück hat Chaos die Macht einer solch starken Energiequelle begrenzt. Ansonsten würde der Turm des Lichts mit jeder Entladung auseinanderbrechen. Ganz oben ist eines der Fragmente meiner Macht. Es ist an der Zeit, es mir zurückzuholen. Oh mein Gott, wir schaffen es etwa... Oh! Wir schaffen es endlich zu so einem Ding, wo wir hinwollen. Ist ja unglaublich, was ist das? Oh! Cool. Und ein Lichtschleim. Boom. Soll mir recht sein. Viel XP geben die nicht, aber... Ich nehme gerade alles, was ich finden kann. Oh Jesus. Ah ja, das nimmt den Moment, das Momentum mit. Das sieht sehr cool aus. Oh mein Gott! Ha? Okay. Ich schätze, da möchte ich dann nicht sein in dem Turm, oder wie? Wenn alles hochgeht? Also soll ich mich beeilen? Möchte ich zumindest davon ausgehen, so wie das gerade... Das war, glaube ich, nicht richtig. Doch. Ich sehe nichts. Okay. Was bist du denn? Ach, du bist ein Engel. Oder sowas. Okay, der ist ziemlich... Ich krieg keinen Schaden währenddessen. Au! Was für ein Penner. Geht doch. Heilen. Blut mitnehmen. Den umbringen. Und dann sein Blut nehmen. Oh ja, da oben sind Valkyrie oder sowas. Oh oh, es beginnt. Es beginnt. Es fängt schon wieder an. Eine Truhe. Ich glaube, hier bin ich sicher. Oh. Ja. So ist in der Richtung. Da oben ist auch noch eine... Also hier ist erstmal eine Valkyrie oder sowas. Oh, guckt, wie gut es jetzt geht mit dem Controller, der funktioniert. Oh. Da kann man richtig gut lenken. Also ich liebe natürlich die PS4-Controller. Einfach weil die... Ich finde, die liegen einfach am besten in der Hand. Ich finde, die liegen sogar besser in der Hand als die PS5-Controller. Zumindest von dem, was ich jetzt schon ausprobieren konnte. Aber natürlich so die adaptiven, dynamischen
Schultertasten des PS5-Controllers natürlich sehr, sehr nice. Aber so am in der Hand liegen finde ich das... Oh, Jesus Christ. Dass der PS4-Controller und danach der Xbox Series X oder wie der heißt, super, super gut in der Hand liegen. Oh, scheiße, ich muss hier weg. Ich will nicht sterben. Oh, hier bin ich nicht weit genug weg, oder? Ah, ich bin auch reingesprungen, Mist. Ich dachte, ich hätte genug Zeit. Also, hätte genug Zeit gewartet. So, hier kann ich hochspringen. Und damit komme ich dann darüber. So, und jetzt bin ich hier. Aber hier kann ich ja nicht rein. Genau, aber dann sterbe ich. Aber dann muss ich ja... so rüberspringen. Da komme ich tatsächlich theoretisch hin. Dammit! Ich werde verenden. Ja, ich bin doof. Dammit! Ist das die Prüfung des Alten schon oder ist das dann nochmal schwerer? Oh nein, nein, nein! Ist das super? Was mache ich jetzt? Ja. Ja, das ist nicht gut. Okay. Das ist alles schwierig, hier unter Kontrolle zu halten, alles. Hoch, links, hoch, rechts, hoch, links, links, links. Dammit, ich komme nicht so weit. Also ich komme schon so weit. Ah, aber ich habe mich nicht unter Kontrolle. Goddammit. Seh mal, wie gut das geht. Ich habe jetzt einen funktionierenden Controller. Jetzt ist das alles kein Problem mehr. Ich muss da höher springen. Ich muss mich mehr trauen. Na, so viel sollte ich mich vielleicht nicht trauen. Aha! Oh, Gott sei Dank. Hab ich wenigstens das hier. Nein! Ich werde von allen verarscht. Jetzt dran vorbei und da rein. Also da raus eher. Okay, mal kurz verschnaufen hier draußen. Der Turm ist super cool. Ja, ich mag den auch sehr gerne. Versteht schon. Aber er ist halt auch schwer. Ha. Ach, die lassen Explosionen los. Das habe ich nicht gesehen. Tatsächlich, da diese kleinen Projektile, die rumfliegen. Ich dachte, die sind nur Lichtspiel. Ich dachte nicht, dass die tatsächlich eine Relevanz haben. Da ist ein Spiegelteil. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. Hätte man... Wow! Hätte man nachsehen sollen. Es interessiert mich mittlerweile schon gar nicht mehr, dass ich sterbe. Das passiert einfach. Ich glaube, das gehört einfach zum Spiel. Dass man häufig stirbt. So ist es dann halt. Kann damit auch ehrlich gesagt leben. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Ich hab bald Urlaub. Oh, ich hab bald Urlaub. Ich kann es nicht glauben. Ist ja unglaublich. Dann kann ich ganz viel aufnehmen. Oh, Baby. Und bald ist Weihnachten. Ich kann nicht glauben, es ist bald schon wieder Weihnachten. Die Zeit rennt. Ich klinge wie so ein alter Sack. Und das Ding komme ich noch gar nicht ran, weil ich noch gar nicht durch die... durch diese Wände durch kann. Aber ich kann ja zumindest schon mal so tun, als würde ich da durch können. Was ist das? Ein Juwelensockel. Oh, geil. Geil, jetzt kann ich noch so ein Ding ziehen. Ach, das kann ich nur am... Kann ich nur am... Ohn machen. Na gut. Oh mein Gott, ich habe ihn zufällig gefunden. Wie kann ich auch helfen, König der Dunkelheit? Ich will die Regionskarte. Dankeschön. So, hast du noch mehr Markierungen? Ja, hat er. Gott sei Dank. Oh, ich brauche alle Markierungen. Und ich muss ganz dringend die anderen Markierungen ablaufen. Aber es sind so viele, die ich einfach noch nicht rankomme, weil ich keinen Doppelsprung habe. Wenn ich Doppelsprung habe, dann wird alles einfacher. Danke, Mann, du bist ein guter. Du bist richtig guter.
Okay, hier war doch schon irgendwo was. Hier ging es rein. Da oben war ein Portal. Blau. So. Dann. Geht's hier noch weiter? Muss ich mir alles markieren? Da muss ich auf jeden Fall nochmal nachgucken. Und hier ging es noch weiter. Da habe ich auch noch nicht geguckt. So viel zu gucken, so viel zu tun. Ah, ist das schön. Ah, es macht Spaß. Oh je. Ah, ich dachte, ich wäre daneben gesprungen. Also ich bin daneben gesprungen. Neben dem Punkt, wo ich hin wollte. In den Gegner. Oh Gott. Oh, oh. Die bouncen sich bis zu mir. Na. Wusst's. Ah, so viel Blut und so viel XP und bald wieder Level up. Wenn wir dann den Double Damage haben, dann werde ich mal mich nochmal an den Boss versuchen. Beziehungsweise wenn wir vielleicht eine neue Fähigkeit haben, weil ich glaube, es ist wesentlich leichter, ihn zu besiegen, wenn man den Double Jump oder sowas hat. Vielleicht brauche ich auch einfach nur noch eine Fernkampfwaffe. Das wäre natürlich auch gut. Hier muss ich natürlich auch noch eine Markierung reinsetzen. Arg, dann mache ich die eine Markierung hier, die rote, mache ich weg. Und setze die hier hin. Wenn wir durch den Lichtkram durchdodgen können. Beziehungsweise wenn wir halt iframen können, richtig. Das wäre natürlich auch nützlich. Vielleicht lernt man das auch einfach irgendwann. Keine Ahnung. Gibt noch viel zu holen. Ist das ein Gegner oder kann ich da drauf? Ich glaube, so soll das sein. Keine Ahnung, ob das richtig war, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Wenn es nicht richtig war, werde ich es bestimmt noch rausfinden. Goodbye. Ich schleiche mich weiter nach oben. Hier geht's auch noch mal rein. Aber es geht auch noch weiter nach oben. Ah, hier ist ein Thron. Sehr, sehr nice. Dann gehen wir jetzt als erstes mit dem Thron mal shoppen. Achso, ich muss Schnellreise drücken. Weil wir haben ja 20.000, die würde ich gerne ausgeben. Und ich würde echt gerne mal wieder ein Herzteil bekommen, weil dann haben wir nämlich einen weiteren HP-Punkt. Ich habe ja extra den Herzteil gekauft, weil ich dachte, ja, wird schon nicht mehr so lange dauern, bis wir ein neues Herzfragment finden. Turns out, es dauert noch ewig. So. Reichweite und Anziehungstempo. Das ist echt cool. Dem Talschienensystem die verschiedenen Stationen anzufahren. Ich habe noch gar keins davon gefunden. Ah, und das ist, damit kann man mehr Blut ansammeln. Interessant. Juwelensockel kann ich mir nicht leisten. Schwertheft. Ach, da! Ein Schwertheft gefertigt aus den Knochen des gestorbenen Krieger, einer ausgestorbenen Kreatur. Es kann an jeder Art von Klinge angebracht werden. Ah. Dann kaufe ich jetzt das Magnetit. Und dann sparen wir auf das Schwertheft. 50.000 brauchen wir. Das ist dann jetzt erstmal ein Grind. Aber ich denke, er wird sich lohnen. Also ich denke, dass dieser Magnetit jetzt eine gute Investition war, weil man damit eben viel besser farmen kann. Und nicht immer auf irgendwelche Mobs runterspringen muss. Gerade bei so vertikalen Leveln ist es, denke ich, ganz gut. Und außerdem ist es eine schöne Quality of Life. So. Ach, das muss ich ausrüsten. Oh. Okay. Dann rüste ich es aus. Das ist mir dann recht. Ich bleib beim Crit. Ich mag Crit. Und jetzt beamen wir uns wieder nach hinten. Wir sind schon echt weit gelaufen. Also echt weit nach Osten gelaufen. Und wir haben noch eigentlich gar nichts im Game gemacht. Wir haben noch nicht mal einen der sieben Steine der Macht, oder wie das Ding heißt. Hier geht's aber ganz schön verdächtig hoch. Hier ist trotzdem nichts. Schade. Naja. Hier oben ist jetzt bestimmt was. Vielleicht kriege ich auch mal einen Boss, den ich schaffe. Vielleicht auch nicht, wenn man dann merkt. In Deckung! Was von dem Partikel getroffen worden. Da drüben ist noch so ein Teil von einem Spiegel. Warum bin ich denn jetzt so doof? Das war hyper dämlich. Hyper, hyper. Kann ich das schaffen? Ah!
Das schaffe ich. Oh mein Gott. Seien Sie vorsichtig. So, nachdem ihr jetzt meine Adware sehen durftet, kann ich jetzt hier nochmal versuchen, nicht zu sterben. Aber das schaffe ich nicht. Aber es ist nicht so schlimm, weil wir sind ja direkt auf dem Checkpoint und alles ist okay. Wo komme ich jetzt raus? Ha! Haha! Keine Ahnung, wie viele wir haben. Keine Ahnung, was der Spiel noch überhaupt bringt. Das ist ja ehrlich gesagt das Spannendste an der ganzen Sache. Ich habe das Gefühl, wir werden bald lernen, durch diese Dinger durchzuchargen. Durchzukommen. Weil sonst würden die jetzt hier nicht die ganze Zeit uns im Weg sein. Und normalerweise ist es ja so, dass man dann das lernt, was einem gerade am meisten genervt hat. Ich bleib mal kurz hier, ich habe ja Zeit. Und dann kann das ruhig explodieren. Bringt das eigentlich die Mobs um? Nee, ne? Meine Güte. Wow. Gleich doppelten Schaden bekommen. Cool. Nur weil die Mobs da immer im Weg sind. Runtergeschoben, sehr schön. Okay, hier oben kann ich nicht weiter. Ich muss jetzt warten, bis der Schneckschleim da weg ist. Und dann wird er zerfetzt. Weg, weg. Ah, ich wollte da hoch. Aber ich war zu ungeschickt. Hallo? Jetzt. Hey, Checkpoint. So, ich schätze, ich komme direkt über mir raus. Und deswegen muss ich dann... nach rechts. Das ist natürlich unlucky gewesen. Aber ist auch alles nicht so schlimm. Ich warte, bis die Explosion durch ist. Kaboom! Wird was reingelaufen? Okay. Safe. Okay, gucken. Nein! Ja, was? Hier fange ich wieder an? Oh. Ja, da war dumm. Ich kannte doch die Lösung schon. So, und jetzt hier rüber. Okay. Jetzt bin ich wieder bei festem Boden. Anschlagen. Ah, das ist einfach ein Shortcut. Okay. Komme ich jetzt höher? Ich muss mich an der Wand halten und dann muss ich von hier links mich rüberschmeißen auf den Jump-Button oder wie man den nennen will. Also hier hin. Und dann kommen wir in den nächsten Level. Woo! Hier sind wieder Vögel. Vogelbalküren. Sieht schon cool aus, die Dinger. Wenn ich nicht genau weiß, was sie darstellen sollen. Die erinnern mich ein bisschen an Kurkuma aus Pokémon. Mit Flügeln. Mit Engelsflügeln. Oder Hühnchenflügeln zumindest. Schneckbert! Ich hab dich schon überall gesucht! Okay, hier ist ein Checkpoint, den habe ich gar nicht gesehen, wo ich überall immer hingehe. Ich glaube, ich will nach links. Das war ja mal fucking free! Oh, die schießen Projektile, das wusste ich nicht. Das stand nicht im Vertrag! Mann. Oh, ich habe genug Blut. Oh, oh. Okay, da muss ich nicht hoch. Oh, das ist immer so hell. Mein Augenlicht. Ach so, von hier. Where the fuck am I? Haha! Don't do it! Das wünsche ich mir noch, dass ich Projektile irgendwann reflektieren kann. Indem ich sie schlage oder so. Das wäre noch nice. Wie in Scourgebringer. Oh Gott! Da geht es ja auch. Kommt da schon wieder eine Explosion? Da kommt schon wieder eine Explosion. Das ist ja uncool, Alter. Richtig uncool, Mann.
Kabum! Gut, vielen Dank. Jetzt lasst mich weiter arbeiten hier. So, hoch. Keine Ahnung, ob ich da lang will. Ich will auf jeden Fall erstmal zu meinen XP. Nein! Oh mein Gott. Das hat aber voll besser funktioniert. Nein! Oh, du hast meine XP, das ist aber praktisch. Komm zu mir. Ja, wenn die einfach so nah an mich rangehen, dann ist das alles easy. Ich schätze, ich möchte nicht nach Lech. Achso, das ist einfach alles verarsche. Okay. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, hier ist gut. Ja, hier ist wunderbar. Und dann gehe ich als erstes den linken Weg nach oben, weil ich jetzt einfach links bin. Und dann gucken wir mal, was da so alles dabei rauskommt, ne? Das ist sau cool gemacht. Mag ich sehr gerne. Oh, goddammit, das ist schwer. Hier werde ich wohl ein paar Mal sterben. Ich muss im Takt sprechen, weil dann die Konzentration besser ist. Funktioniert übrigens wirklich, ne? Nur mal so. Okay, dich runterschubsen. Ja, wunderbar, genau wie ich es wollte. Denk mal ein bisschen schneller. Mein Blut! Hoffentlich bin ich nicht mehr im Radius drin, oder? Ich glaube, ich müsste safe sein. Ja. Aber ich bin eh One-Shot, also ist eigentlich auch absolut Wurst. Weil ich werde jetzt gleich eh sofort wahrscheinlich runterfallen. Ich habe ihn runtergeschmissen, das ist doch schon mal was. Da oben ist noch ein Vogel. Okay, das geht nicht. Dann muss ich von hier rüber gleiten. Und jetzt muss ich vermutlich... Nee. Dann muss ich mich da an die Wand herangrabbeln und dann rüberspringen. Und dann... Hep, hep, hep. Nein, ich bin reingelaufen. Ah, das war mein Fehler. Das war absolut mein Fehler. Das war einfach nur bad. Ist aber auch alles nicht so schlimm, ne? Müssen wir auch mal sagen, ne? Also die Checkpoints sind ja sehr fair verteilt. Also sind sie ja wirklich. Und dass jetzt hier halt immer wieder so eine Explosion kommt, die ist auch okay, weil die baut sich langsam auf. Du weißt, wie weit sie explodiert. Die kriegt dich halt am Anfang mal. Aber wenn du es dann siehst und schnallst, dann ist ja alles cool. Und das ist halt eine schöne Machtdemonstration für Solaris. Damn. Hat das Ding gerade übelst hinter mir her gehomed? No! Goddammit. Okay, ich muss das schon logischer durchmachen. Also, hier hoch, hier hoch, hier hoch. So, Plattform. Und dann, hep. Und jetzt juckt mir die Nase. Ach, goddammit. Ich hasse es, wenn die dann einfach da lang plattformen, die Dinger. So. Jetzt aber schnell. Ups. Oh oh. Wirklich schnell. Ach, die kann das ja auch. Nein! Nein! Wo bin ich? Oh! Ein Herzfragment! Wir kriegen HP! Und wir werden sogar geheilt! Oh! Meine Gebete wurden erhört! Nein! Oh! Verreck! Dankeschön. Puh! Okay. Aber hier geht's jetzt nicht weiter. Dann kann ich jetzt nach unten und durch die Mitte. Oh. Und durch die Mitte. Zur Titte. Zum Sack. Zack, zack. Da werde ich wahrscheinlich jetzt aber nicht auf den ersten Versuch schaffen. Aber das ist okay. Ich habe ja noch ein paar Möglichkeiten Zeit. Ein paar Zyklen. Warum? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Warum hatte ich keinen Dash?
Warum hatte ich keinen Dash? Okay, das hat sich ja sehr gelohnt. Gut, dann gehe ich da jetzt hoch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Eterna Noctis. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, dann lasst einen Like und ein Abo da. Das hilft mir mit meinem Kanal weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.